Guten Morgen. Ich wollte euch hiermit informieren, dass heute Abend 19 Uhr ein Live-Talk ist. Dieser Live-Talk läuft aber etwas anders ab, als ihr das bisher gewohnt seid. Denn ihr könnt jetzt schon per Mail mir die Fragen stellen, die ich heute Abend beantworten soll, beziehungsweise Themen aufrollen, zu denen ich meine Gedanken euch mitteilen darf. Das Grundthema des Live-Talks war immer, dass ich versuche, den Menschen zu helfen. Und ich finde das ein bisschen schade, dass das jetzt ein bisschen eingeschlafen ist. Das hat aber auch Gründe gehabt. Die Gründe waren zum Beispiel, dass die Wartezeit innerhalb des Videos, bis ein neuer Anrufer kam, der sein Problem geschildert hat, dass die oftmals sehr lang war. Und das war für euch als Zuschauer nicht so schön. Das war für mich als derjenige, der die Zeit sich genommen hatte, Menschen zu helfen, war auch nicht schön. Und ja, und auch die Zuschauer, die das Video dann danach geschaut haben, die fanden das auch nicht schön, dass sie immer schauen mussten, wann kommt denn das nächste konkrete Problem oder das konkrete Thema. Und das, ja, das ist eins der Dinge. Dann die schlechte Sprachqualität der Anrufer. Das war oftmals so, dass man die gar nicht verstanden hat. Und das war auch wieder ein Problem für alle Parteien, für den Live-Zuschauer, für mich und für den Zuschauer, der das Video danach angeschaut hat. Ebenso, wenn der Zuschauer so ein bisschen Probleme gehabt hat, auf den Punkt zu kommen oder vielleicht gar nicht wirklich Hilfe braucht oder wirklich eine Meinung einholen wollte oder etwas wissen wollte, sondern vielleicht ja, einfach nur so ein bisschen rumlabern wollte. Ne? Dafür ist die Zeit mir auch zu schade. Und ich möchte meine Lebenszeit wirklich mit gutem Gefühl dafür verwenden, den Menschen zu helfen. Und das kann ich nur dann, wenn ich auch den Eindruck habe, dass ich diese Zeit auch sinnvoll nutze. Und von daher war das auch ein Problem. Dann ein Problem war auch die Atmosphäre im Chat. Das war gerade gegen Ende hin so eine Spaß- und Unterhaltungskultur. Da haben sich Menschen immer wieder gefunden, die fernab des eigentlichen Themas so ein bisschen über sich, über Gott und die Welt geredet haben. Und ja, wo halt eher so die Unterhaltung im Vordergrund stand. Und dabei gab es manchmal recht ernste Themen. Ne? Depression, Suizidgedanken und Burnout. Und dabei parallel so eine Spaßkultur zu haben, das mag für manche möglich sein, das beides abzuarbeiten, weil ich ja den Chat immer wieder verfolgt habe, um da auch eingehen zu können. Für mich war das aber in dem Moment einfach störend. Und ja, und oftmals ist dann auch so gewesen, weil keiner angerufen hat mit einem ernsthaften Problem, habe ich mich dann auch der Spaß- und Unterhaltungskultur hingegeben und meinen Anteil dazu geliefert. Und ja, das ist nicht Sinn des Kanals und auch nicht Sinn des Formats, dass ich helfen möchte. Und auch ein Problem ist die Anonymität gewesen. Jeder musste Skype haben, um anzurufen. Und Skype bedeutet, mit seiner Stimme anzurufen. Und für viele ist das ein Schritt zu viel gewesen. Anonymität, komplette Anonymität war nicht gegeben, weil man ihn an seiner Stimme erkennen konnte. Und so unwahrscheinlich das ist, aber vielleicht schaut dann doch ein Freund zu. Wir sind jetzt hier knapp 10.000 Menschen. Das ist schon gar nicht mehr so wenig. Und ja, deswegen hat der ein oder andere sein Problem eben nicht geteilt. Ja, und das waren so die Probleme des Live-Talks und ja, da habe ich jetzt eine Lösung gefunden für heute Abend, wie ich das mache. Ich werde das einfach mal probieren. Das ist erstmal eine einmalige Sache, je nachdem wie es ankommt. Wenn ich wieder Lust habe, wiederhole ich das vielleicht. Mal sehen. 19 Uhr geht das los. Es ist wie folgt. Es wird keine Anrufer geben, sondern ich werde einfach die Fragen oder die Lebenssituation, was auch immer, vorlesen, die ihr mir per Mail schickt. Das heißt, ihr könnt während des Live-Talks und auch ab jetzt quasi mir per Mail eure Fragen, was euch interessiert, Lebenssituationen schildern, wo ihr meine Meinung hören möchtet, das mir schicken und ich arbeite die im Live-Talk quasi live ab. Und dadurch gibt es halt auch die komplette Anonymität für euch und keine Pausen, keine Wartezeit, weil wenn es keine Fragen mehr gibt, werde ich das Video und den Live-Talk auch recht zeitnah beenden und werde nicht mehr noch warten, wann kommt denn noch die eine Frage oder so, sondern werde dann einfach, vielleicht geht das Video nur
5 Minuten, vielleicht geht das Video oder der Live-Talk eine halbe Stunde, vielleicht geht auch eine Stunde. Viel länger glaube ich nicht, dass da Fragen kommen werden. Das ist einfach so meine Erfahrung. Aber ja, 19 Uhr wird es losgehen. Es wird keinen Chat geben. Das heißt, diese Spaß- und Unterhaltungskultur, die hat keinen Raum. Den gebe ich auch wieder keinen Raum, weil das mich einfach zu sehr abgelenkt hat. Da bin ich einfach, das muss ich auch ehrlich eingestehen, nicht in der Lage, mich da wirklich voll auf ein Thema zu konzentrieren, während ich parallel sehe, wie sich halt Menschen über Fußball unterhalten oder über ihre Hobbys oder sich fragen, na, wie geht's denn dir? Und einfach so, dafür habt ihr genug, ihr könnt Mails, es gibt genug Chaträume, es gibt Foren, es gibt so viel, wo ihr euch austauschen könnt auch und euch wirklich unterhalten könnt und das ist euer gutes Recht und das ist auch schön. Plus echt zu diesem Video soll es eben dazu, das soll dazu dienen, dass man Menschen, die Probleme haben oder Menschen, die gerne meine Meinung wissen wollen, dass sie anonym mir das schreiben können und ich da live darauf antworten kann. Und zwar auf möglichst viele Sachen. Weil in einem Video kann ich immer nur eine Sache bringen und darauf eingehen. Und ist es gerade das Thema, was allen Menschen am Herzen liegt? Mit Sicherheit nicht. Manchmal, und das freut mich natürlich, schreibt ihr unter dem Video dann, oh, das Video kam direkt zur rechten Zeit. Das hilft mir heute total. Das finde ich total schön. Aber das ist meistens nur ein kleiner Teil. Die anderen schauen sich das an, wenn sie das Thema interessiert. Und ja, aber denen hilft das konkret nicht. Aber sie haben vielleicht ein anderes Thema. Und ja, und da, an dem Live-Talk quasi ist es möglich, hintereinander Themen zu bearbeiten. Ich weiß natürlich, dass ich nicht bei jedem Thema eine Hilfestellung sein kann. Aber ich kann zumindest das Thema mit euch durchdenken und einfach ja, mein Bestes geben. Das ist alles, was ich tun kann. Und das Schöne ist natürlich auch, im Nachgang, wenn dieses Video angeschaut wird, ist das Video ohne Pausen. Das Video kann einfach am Stück geschaut werden und ich glaube, das ist für sehr, sehr viele ein großer Zugewinn. Und das Schöne daran ist, wenn man so vielen Menschen versucht zu helfen oder seine Gedanken fließen lässt, dass der ein oder andere davon ja auch profitiert, obwohl er vielleicht nicht das Problem zurzeit hat. Also das ist auch sehr schön. Also es gibt keinen Skype-Zwang mehr, ihr schickt mir einfach eine Mail. Natürlich gibt es dann auch keine Anrufe mehr, sondern halt eben, ich lese die Mail einfach vor, beziehungsweise die grundsätzliche Fragestellung. Wenn ich die Mail zum Beispiel im Vorfeld schon gelesen habe, dann kann ich das auch kürzen, indem ich einfach konkret die Frage stelle. Vielleicht lese ich auch die Mail vor, je nachdem, wie sich das ergibt. Es wird wieder ein Live-Format sein. Wie gesagt, ab heute 19 Uhr werde ich live sein. Und es wird danach auch wieder abrufbar sein. Genau. Die Mailadresse blende ich unten ein. Das ist help@christian.yt. Ja, mal sehen, ob wir uns dann heute 19 Uhr sehen. Wie gesagt, erstmal einmalige Sache. Mal gucken, wie es ankommt. Mal gucken, wie ich mich fühle, ob sich das gut anfühlt. Ob ich damit mit dem ganzen Format dann jetzt besser resoniere. Ob mir das, wo ich einfach sage, ja, das ist genau das, was ich tun möchte. Und ja, ich habe das Gefühl, dass ich den Menschen helfe. Und vielleicht gibt es dann irgendwann dann auch nochmal das Format. Wir werden sehen. Also, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Lebenssituationen mir schildern wollt und meine Meinung dazu wissen wollt, ohne dass ich jetzt konkret da eine Frage beantworte, dann schickt mir die per Mail und wir sehen uns dann ja, eventuell nachher. Bis dann, euer Christian. Tschüss.